Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen. Ich finde es toll, dass Sie wieder dabei seid, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße ganz herzlich links und rechts von mir Jannika Gelinek und Sonja Longolius vom Literaturhaus Berlin zu dieser 46. Folge. Wir marschieren auf die 50 zu und werden uns sicherlich für die 50. Folge noch irgendwas Lustiges überlegen. Aber jetzt sind wir erstmal in dieser spannenden Folge und Jannika hat uns einen ungarischen Autor mitgebracht. Ich muss selbst noch mal drauf schauen. Deniz Krusovski, übersetzt von Theresia Mora, Das Land der Jungen. Ist es ein Roman der oder eine Sammlung von Erzählungen, die von fragiler Männlichkeit handeln? Gehen wir direkt in medias res. Weiß ich nicht, um es gleich ganz eindeutig zu beantworten. Zuerst habe ich wieder festgestellt, dass ich dachte, ich hätte eine tolle Entdeckung gemacht. Stattdessen ist das Buch 2014 schon in Ungarn erschienen und er offenbar dort ein ziemlich renommierter Autor. Und ich habe wieder mal festgestellt, dass es doch immer so Verspätungen gibt, mit denen man dann plötzlich so eine spektakuläre Neuerscheinung entdeckt zu haben glaubt. Und das ist es für mich. Also das sind wirklich ganz tolle, grandiose Erzählungen. Und in denen geht es auch um fragile Männlichkeit, aber wie es eigentlich die richtig guten Erzählungen oder richtig guten Bücher auszeichnet, es lässt sich halt keinen Stempel drauf machen. Ich habe die wirklich atemlos, wie man so schön sagt, gelesen, so dass mir zum Beispiel nicht mal aufgefallen ist, dass es chronologisch sortiert ist. Es sind 9 Erzählungen, alle so klassisches Short-Story-Format, 30 Seiten. Und es beginnt mit einer Kindheitserzählung und endet im Rentenalter. Und dazwischen eben spannt sich Abiturient, Student, Mann mit gelungener Karriere, Mann mit nicht gelungener Karriere. Es sind alles männliche Protagonisten und alle geraten auch an bestimmten Stellen in Krisen. Aber ich habe halt natürlich auch den Klappentext gelesen und dachte dann im Nachhinein, nee, das führt einen schon gleich auf so einen bestimmten Pfad, während hingegen ich eigentlich erstmal so die Erzählungen als solche bewundern will. Also es sind sozusagen vielschichtige Erzählungen und wir werden von den Paratexten des Buches mal wieder auf eine bestimmte Rezeptionshaltung oder auf eine Fährte geschickt. Ja, finde ich schon, wobei ich das auch verstehe, weil wenn man jetzt sagt, grandiose Kurzgeschichten, kann man sich ja auch nichts drunter vorstellen. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ne, was hat dich am meisten begeistert, dann wäre es das, weil ich oft Mühe mit dem Genre habe, weil als jemand, der gerne dicke Romane liest, gerne alles auserzählt bekommt, auch gerne Pointen liest, vermisse ich manchmal in den gelobten Kurzgeschichten, sogar sowas bei Carver oder Mansfield oder so, wie so eine Auflösung oder hängt da manchmal ein bisschen im Raum und denkt, ja und weiter. Und Deniz Krusovski schafft das, finde ich, unglaublich dicht zu erzählen. Eine wunderschöne Sprache, auch natürlich dank Theresia Mora. Es hat eine Pointe, es hat einen großen Referenzraum. Also ich glaube, man könnte sich ein ganzes Seminar mit dem Buch beschäftigen, auch was da noch drin steckt und es auf Ungarn beziehen und es auf die Form der Kurzgeschichte beziehen. Und mich hat das so richtig befriedigt und beglückt, diese Erzählungen zu lesen. Und gab es für dich so einen roten Faden, wo du sagen würdest, das hat für mich die Erzählung zusammengebunden? Also du hast gesagt chronologisch, aber gab es da irgendwie noch mehr? Es gibt, also was total interessant ist, und da kämen wir dann wieder auf diese fragile Männlichkeit, es gibt immer einen Moment oder meistens einen Moment, in dem die Protagonisten so wegzucken. Also es kommt öfter das Wort feige und das würde ich gerne Theresia Mora übermorgen Abend, wenn sie hier on stage ist, auch fragen. Ist es immer das Wort feige? Weil das kommt in verschiedenen Erzählungen. Manchmal gibt es dann halt eine Umschreibung, also traut sich einer nicht, etwas zu tun. Es sind oft so kleine Momente, gar nicht das Zentrum der Erzählung, aber die der Geschichte dann so einen anderen Weg geben. Und also die erste, also die zerreißt einem gleich das Herz, da geht es eigentlich um einen kleinen Jungen, der
die Trennung seiner Eltern erlebt und der Moment der Feigheit ist da, dass er liegt mit seinem kleinen Bruder auf dem Boden und guckt durch die Bodendielen nach unten in die Küche, wo sich sein Vater, der entlassen worden ist und ein Alkoholproblem hat, und seine Mutter, die einen Geliebten bei der Arbeit hat, streiten. Und die Mutter wirft halt dem Vater vor, so, ne, du hast uns jetzt hier alle zugrunde gerichtet mit deiner Sauferei. Und er möchte eigentlich sagen, ihr seid beide gleich bescheuert. Und sagt dann, aber das habe ich mich dann wieder nicht getraut. Und man denkt dann, während man weiterliest, noch, okay, was wäre passiert, wenn er das getan hätte? Und diesen Moment gibt es öfter. Den gibt es eigentlich fast in allen Erzählungen. Ich glaube, auf dem Klappentext heißt es dann wieder so der Kippmoment. Und auch das ist mir schon wieder zu schematisch, aber so ein, genau, so diese Entscheidungsmöglichkeiten, die gar nicht so dramatisch erzählt werden, die aber dann dem Ganzen eine ganz andere Wendung verliehen hätten. Mich spricht der Titel ja sehr an, das Land der Jungen, wird das irgendwie sichtbar? Ist das so eine Art unverletzter Raum, in dem man sich als heranwachsender Mann irgendwie noch wohlfühlen kann, den man irgendwann verlassen muss? Oder wie kann man den beschreiben? Keineswegs, aber ich freue mich über deine Frage, weil tatsächlich in der titelgebenden Erzählung, die ich auch die spektakulärste finde, das Land der Jungen, wird ein Song, es spielt ein Song eine Rolle von der mir bis dato unbekannten Band Deftones, The Boys Republic. Und das ist irgendwie so guter, ich habe es mir dann angehört, guter so Indie-Heavy-Metal 2000 vom Album The White Pony. Und das hört die Freundin, also die beiden Protagonisten sind im Abiturientenalter, und er begleitet seine Freundin zu einer Abtreibung. Und was an der Erzählung so grandios ist, dass sie hat mich so an Robert Musil erinnert, nämlich er ist so ein Dandy, ist in Hochzeitsvorbereitung, er kommt nach Hause, es ist heiß, er liegt da irgendwie auch so ein bisschen so von der Circle mäßig auf einer Liege im Schatten, dann kommt seine Mutter und sagt, sortier mal die Tüten in deinem alten Zimmer, oder kann das alles zum Roten Kreuz? Und dann geht er in den Schatten und guckt so ein bisschen lustlos durch diese Tüten und kommt auf eine Hose. Und diese Hose löst dann die Erinnerung aus an diese Abtreibung, weil sie brauchten einen Vorwand, um in die Stadt zu fahren. Und er sagt, er braucht eine neue Hose. Und er kauft sich tatsächlich eine neue Hose, während seine Freundin in der Klinik diese Abtreibung vornimmt, und geht dann zurück mit dieser Tüte und holt sie vom Krankenhaus ab, und ne, sie ist total fertig, total durchgeblutet, und er hat diese Hose in der Tüte, also grandios, sie hat gerade das Kind verloren und er kommt mit der Tüte mit seiner Hose an, und, ne, und dann hören sie im Bus zurück dieses Lied, und er hört sich das dann in diesem halbdunklen Zimmer vor diesen Rote-Kreuz-Tüten nochmal ein paar Mal an. Und dann sagt er zu seiner Mutter, ruft er so durch die Tür, ja, die Tüten können alle zum Roten Kreuz, weil die Frau, die er heiratet, ist natürlich längst eine andere. Und das ist, also die könnte man 20 Mal nacheinander lesen, und ich glaube, sie wäre jedes Mal noch besser, ne? Weil, ja, das ist die perfekte Kurzgeschichte. So. Wow. Noch Fragen? Ja. Ja, vielleicht nur eine ganz kleine Frage, aber weil du gesagt hast, 2014 in Ungarn erschienen, erfährt man viel über Ungarn oder nur ein bisschen, oder weil es natürlich jetzt 10 Jahre auch zurück ist? Fast gar nichts. Ja. Und aber auch das, deswegen, es wäre auch irgendwie spannend gewesen, glaube ich, das halt vor 10 Jahren zu lesen. Eine Geschichte beschäftigt sich mit den Aufständen in Ungarn, aber auch so, es wird keine Namen genannt. Man weiß auch nicht, es könnte auch irgendeine Demo sein, wo so zwei Jungs zwischen die Fronten geraten von Demonstranten und Polizei. Mhm. Da kann man sich das so ein bisschen erahnen, erarbeiten. Und dann gibt es auch eine tolle Geschichte von zwei Rentnern oder schon fast im Rentenalter seienden Männern, die ein Paar sind, und der eine erkennt einen Spitzel wieder, der arbeitet dann plötzlich als Postangestellter, und der hat sie als schwules Paar denunziert. Mhm. Und dann gibt es halt so eine Gewaltszene im Anschluss. Und da kommt sozusagen, und dann fragt, weißt du überhaupt noch, wer wir sind? Und er so, nee, das waren so viele, ich weiß jetzt nicht mehr, wer ihr genau seid. Und aber eher so, also wirklich in Andeutungen. Und die letzte Geschichte, die fällt so ein bisschen aus dem Muster raus, ist so eine historische, also ich vermute irgendwie so 19. Jahrhundert,
wo noch so von dem, es geht um einen Fürsten, der so ein makabres Anliegen hat und da ist noch so von dem Reich die Rede und die Hauptfigur, ein Tischlermeister, fährt mit der Kutsche durch die Gegend. Da hat man, wird noch mal so ein bisschen K&K aufgerufen, aber sonst eigentlich nicht. Also ich, auch das, ne? Ich glaube, die sind so ein bisschen zeitlos und ich glaube aber, wenn man noch weiter bohren würde, würde man auch noch mehr zutage fördern, aber nicht auf der offensichtlichen Handlungsebene. Er lebt und arbeitet aber weiterhin in Ungarn? In Klappentext ist meine Kenntnis Budapest und Wien, ja. Aber er ist eben übermorgen Abend hier und ich habe schon eine ganze lange Liste an Fragen, die ich hoffentlich ihm irgendwie dann beim Wein stellen kann. Also übermorgen auf der Bühne des Literaturhauses Berlin, Denis Gruschowski, Julia Frank und Theresia Mora im Gespräch über dieses sehr spannende Buch, das ich glaube ich auch mal lesen möchte. Gerade als Mann ist man ja möchtest du unbedingt interessiert ja. daran. Ich habe ein Buch von einer Frau mitgebracht, ein Buch, das mich beeindruckt hat und das ich sehr gerne gelesen habe. Das heißt Weltalltage, Paula Fürstenberg. Auch sehr schön gestaltet, kann man glaube ich auch mal erwähnen, die Gestaltung. Ach so, ist ja, das darf ich das auch noch sagen, ja. Es ist wunderschön gestaltet. Also das macht eine solche Freude, den Satz und die Gestaltung dieses Buches. Also gut, dass du das Wort Gestaltung nochmal sagst, ist wirklich allein das hat mich schon glücklich gemacht und dich auch. Okay, ja, Entschuldigung. Mich auch, Marion Blomeyer hat dieses Buch gestaltet, das auf ganz viele verschiedene Arten bemerkenswert ist. Ich fange mal an mit der Form, das ist nämlich ein Listenroman. Und ich finde, die Liste ist ein unterschätztes literarisches Genre. Es gibt viel zu, also die Listen sind was ganz Tolles. Dazu muss man gar nicht ihre etwas vulgarisierte Schrumpfform auf Social Media meinen, sondern Listen als solche sind eine Form, die Welt zu ordnen und gleichzeitig genauso viel zu sagen wie zu verschweigen, die eigentlich hochliterarisch ist aus meiner Sicht. Und das kommt in diesem Roman unheimlich gut zum Tragen. Das ist das eine Strukturprinzip. Das andere auch bemerkenswert, wenn auch nicht so ungewöhnlich ist, dass er fast durchgängig in der zweiten Person Singular erzählt ist. Das ist ein Du-Roman. Es ist eine Art Selbstgespräch. Also hier spricht jemand mit sich selbst und nennt sich Du. In diesen Listen, ich sage mal ein paar Beispiele für diese Listen, Liste möglicher Anfänge dieser Geschichte, pathobiografisches Alphabet, 32 Erinnerungen an eine durchtanzte Nacht. Es gibt auch eine Liste einiger Krawall-Barbies, das ist dann so ein Ausflug in die Kulturgeschichte, wo man in irgendeiner Weise unangepasste Frauen, die für ihre Sache eingestanden sind, kennenlernt. Einige kennt man, andere nicht. So, und in diesem wirklich extrem experimentellen Ambiente entsteht eine Geschichte, die ich auch bemerkenswert finde. Es geht um eine namenlose Schriftstellerin, die befreundet ist mit einem auch in ihrem Alter sich befindenden Mann namens Max. Beide sind so Ende 20, würde ich sagen. Beide sind sozusagen postsozialistische Kinder, kurz nach oder um die Wendezeit geboren. Und dann irgendwann mit dieser Zuschreibung Ostdeutsch groß geworden. Beides Kinder alleinerziehender Mütter, die viel arbeiten. Und beide gesundheitlich beeinträchtigt. Sie hat eine Schwindelerkrankung, daher kommt auch der Name dieses Buches, Weltalltage, die diagnoselos bleibt. Also die Ärzte stehen vor einem Rätsel und wissen nicht, woher das kommt. Sie hat tageweise kann sie kaum das Haus verlassen und wird dauernd von einem starken Schwindelgefühl ergriffen. Max fährt sie deswegen mit einem Fahrrad durch die Stadt, also eine Art Lastenrad, wo sie hinten drin sitzen kann. Er passt auf sie auf, wenn die beiden schwimmen gehen. Also die haben schon ein sehr symbiotisches Verhältnis, das ist das eine. Das andere ist eine Endometriose, eine gynäkologische Erkrankung, an der sie leidet, die starke Schmerzen verursacht. Und dieses Verhältnis, diese Freundschaft, die hier sehr ergreifend geschildert wird, die erlebt eine tiefe Zäsur, als Max nach dem Selbstmord seines Onkels an einer Depression erkrankt. So dass wir also dann nun, das bringt dieses Verhältnis aus dem Gleichgewicht und macht diese bisher eingeübten Rollen, die erkrankte Frau und den Kümmerer, das bringt das durcheinander. Und dieser Roman reflektiert diese Freundschaft, diesen Bruch, den diese Depression in diese Freundschaft bringt und gleichzeitig aber auch das Sprechen darüber. Sie versucht das nämlich aufzuarbeiten und das lesen wir in einer Art Roman, in einer Art Erzählung. Und so ist das gleichermaßen ein Roman über
den Körper, über das Kranksein, was ich als Thema irgendwie, finde ich, bemerkenswert unterrepräsentiert in all den Büchern, die wir bislang gesprochen haben, dafür, dass es ein so existenzielles Thema ist. Ein Roman über Freundschaften und ein Roman auch über Identitäten und Zuschreibungen, das Aufwachsen als ostdeutscher Mensch nach der Wende. Und das finde ich alles sehr bemerkenswert. Und wie kommt das jetzt mit der Form der Liste zusammen? Ich glaube, dass die Liste hier, mein Interpretationsansatz, die Autorin kann das vielleicht besser beantworten, für diese wiederholten Versuche steht, in irgendeiner Weise davon zu erzählen, die aber auch wieder abgebrochen werden oder durch neue überschrieben werden müssen. Also das ist ja die Schwierigkeit, von jemandem autofiktional zu erzählen, der dir gegenüber sitzt. Und der dir auch immer sagt, hör mal, was machst du da eigentlich? Du schlachtest mich aus. Ich bin dein Material, aber ich bin noch hier. Ich weiß ja selbst noch gar nicht, was mit mir los ist. Da schreibst du schon einen Roman über mich. Also diese Einschränkungen, die es bedeutet, über das Leben zu schreiben, wenn das Leben selbst sagt, Moment mal, das kannst du doch gar nicht tun, die spiegelt sich in dieser Listenform aus meiner Sicht. Und sie ist gleichzeitig auch, finde ich, ein legitimes Mittel, um die Art und Weise darzustellen, wie wir uns erinnern. Zum Beispiel 32 Erinnerungen an eine durchtanzte Nacht. Einer der Höhepunkte dieses Buches, finde ich, wo sie eine lange nicht gesehene Freundin wieder trifft, die Tänzerin geworden ist und mit der sie dann tatsächlich, obwohl alle medizinischen Ratschläge dagegen sprechen, eine Nacht durchtanzt. Und das ist fantastisch. Und sie, so wie wir darauf zurückblicken, blicken wir ja auch nicht in einer chronologischen, bruchlosen, schönen Erzählung auf sowas zurück, sondern in Schlaglichtern, ne? Wie wir da waren, wie wir dort waren, wie wir plötzlich irgendwie verschwitzt uns irgendwo in eine Ecke zurückgezogen haben. Also all diese Szenenhaftigkeit des Erinnerns kommt ganz gut dabei raus, aus meiner Sicht. Eine Liste ist ja auch immer irgendwie eine Möglichkeit, etwas, was man vielleicht sich merken möchte, was man abhaken kann, wenn man es getan hat. Mhm. Auch etwas, was liegen bleibt vielleicht, also Dinge, ja. die man nicht erlebt hat, getan hat, wie auch immer. Aber ist das sozusagen, sind die Beschreibungen dann auserzählt oder sind auch viele Listen in dem Roman? Also kann man so richtig so Listen, weißt du, also, was ich meine? Listen im Sinne von... Weil ich liebe Listen. Ja. Also Listen haben, ich finde das wirklich toll, was du am Anfang gesagt hast mit diesem literarisch Unterschätzten, weil diese Liste, es ist eine Aufforderung an einen selber vielleicht, es ist eine Erinnerung, es ist aber auch etwas, was man geschafft hat. Also das hat so viele Komponenten in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen. Also es ist, glaube ich, der Versuch, die Welt unter einem bestimmten Gesichtspunkt zu ordnen. So. Und eine Ordnungsprinzip Eine Ordnungsfunktion und diese Ordnungsfunktion erlaubt aber ganz viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Das verlängert eine Liste dann, und deswegen gibt es dann noch weitere eingezogene Kriterien, manchmal nach dem Alphabet, manchmal denkt man sich eine Zahl aus, das sind jetzt 57 Erinnerungen an XY und so weiter. Und das Kunstvolle daran ist, glaube ich, dass da trotzdem ein plastisches Bild entsteht von zwei Menschen und von einer Freundschaft und von Biografien und auch davon, wie sich bestimmte sozioökonomische Verhältnisse in Körper einschreiben und wie Körper überhaupt Identitäten sind. Gleichzeitig ist es auch ein krankheitsphilosophisches Buch, das unheimlich viele, manchmal zu viele Lesefrüchte von Umberto Eco über Siri Hustvedt und so weiter, also unheimlich viele Lesefrüchte einspeist in diesen Diskurs. Es gibt auch eine Literaturliste am Ende, wo man aber trotzdem unheimlich viel mitnimmt, finde ich. Nur ein banales Beispiel. Wir sagen, du hast eine Krankheit. Was heißt das eigentlich? Besitzt man die Krankheit? Gleichzeitig sagen wir, dir fehlt etwas. Was denn nun? Also solche Fragen, wo man wirklich immer wieder aufguckt beim Lesen und denkt, aha, ja, interessant, offensichtlich haben wir in der Sprache noch keinen Modus gefunden, mit diesem Zustand des Krankseins wirklich auf eine logisch konsistente Weise überhaupt umzugehen. Es ist so sehr der Ausnahmezustand, dass die Sprache da auch Haken schlägt und unlogisch wird in sich. Und darauf weist dieses Buch auf eine kluge Weise, finde ich, immer wieder hin. Und ist darin auch ein tatsächlich krankheitsphilosophisch, gesundheitsphilosophisches Buch. Spannend. Ich habe den Titel trotzdem nicht verstanden. Weltalltage. Ja, Weltalltage. Also weil einem im Weltall schwindelig wird. Das hat, was? Das hat was tatsächlich mit diesem Verlust des Gleichgewichtssinnes zu tun, okay. Den man im Schwindelzustand hat. Ich habe aber vorhin noch ein Interview mit der Autorin gehört und da kam mir ein Gedanke, die Beobachtung hatte ich gar nicht selbst gemacht, aber natürlich verbirgt sich auch in Weltalltage das Wort Alltag. Ja. Und damit auch irgendwie das Leben, das ständige Leben mit einer chronischen Erkrankung. Überhaupt chronisch erkrankte Menschen
kommen ja auch in unserer normalen Weltwahrnehmung so gut wie gar nicht vor. Wenn jemand krank ist, dann gehen wir davon aus, dass er eigentlich nur irgendwie in diesem Ausnahmezustand sich befindet, aber dann schon bald wieder weg davon ist. Mhm. So, es gibt eine Stigmatisierung von chronisch erkrankten Menschen in dieser Gesellschaft. Auch das macht dieses Buch auf eine ganz unaufdringliche und kluge Weise klar, finde ich. Also deswegen eine große Leseempfehlung von mir. Und ich würde dann, ohne zu wissen, wie ich das jetzt am besten überleite, zu einem der schwersten Stoffe der deutschsprachigen Literaturgeschichte übergehen. Mein spontanes Assoziationsmaschinchen im Kopf sagt dann immer sofort, wenn ich das höre, uns ist in alten Meeren wunders viel gezeigt. So beginnen die Nibelungen und wie du hast uns mitgebracht, Felicitas Hoppe, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Ja, mein Anfang ist ganz anders. Ja. Dieses Buch hat mich heillos überfordert. Felicitas Hoppe, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. So, weil ich habe natürlich die Nibelungensage noch nie gelesen und natürlich auch nicht im Original gelesen und hätte auch nicht diesen Anfang so schön zitieren können, wobei du hast ihn jetzt auch abgelesen und nicht frei zitiert, muss ich dazu sagen. Vor allem nicht auf Mittelhochdeutsch. Und vor allen Dingen nicht auf Mittelhochdeutsch. War das falsch ausgesprochen? Achso, sollte das Mittelhochdeutsch sein. Uns ist in alten Meeren wunders viel gezeigt, von kühner Recken Streiten, von großer Arbeit. Geht doch. Nicht schlecht. Ja, Respekt. Dann hört es aber auch schon auf bei mir. Trotzdem habe ich ja diesen Roman gelesen und ihn euch mitgebracht. Und habe ihn mitgebracht, weil ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Gerade weil er mich so völlig überfordert hat, ich den Stoff eigentlich überhaupt nicht kenne und dachte, ja gut, aber dann fängst du halt einfach irgendwo an. Es ist nämlich ein ganz erstaunlicher Roman, ein ganz erstaunlicher Text, der sich eben diesem Nibelungenlied oder dieser Nibelungensage widmet und was ganz, ganz Eigenes daraus macht. Ich habe parallel sehr viel quer gelesen und lesen müssen, um mich überhaupt annähern zu müssen, weil mir schon die Figuren, ich war noch nie in Bayreuth, ich habe auch nicht Fritz Langs Stummfilm von 1924 gesehen. All diese Zitate, die hier natürlich auch mit drin verwoben sind, waren mir sozusagen unbekannt und ich musste immer parallel querlesen und fand das aber toll, weil es einfach für mich so ein Bildungsurlaub mit mir selbst war. Und das kann man nämlich durchaus machen. Ich habe auch andere Rezensionen gelesen, wo es dann hieß, man kann das gar nicht verstehen, wenn man sozusagen vorher nicht die Nibelungen gelesen hat und sich all diese Filme und all diese Inszenierungen, Opernsinszenierungen angeschaut hat. Das finde ich nicht. Also ich finde, es ist eben genau ein Einstieg, weil er so frei und so wild und so frech ist und sie sich da einfach traut, den Stoff, ich muss wirklich mal sagen, so zu verwursteln, wie es ihr eben gerade in den Kram und in den Sinn kommt. Ich habe schon Wagner erwähnt, ich habe schon Fritz Lang erwähnt. Es heißt ja auch im Untertitel ein deutscher Stummfilm und gleichwohl erzählt sie die Geschichte der Nibelungen als eine Theaterinszenierung, was ja schon mal in sich dann wieder irgendwie sehr merkwürdig ist, aber sie auch von allem Möglichen befreit, was man vielleicht erwarten könnte. Also wir folgen ihrem Cast, dem Nibelungen-Cast auf einer Theaterinszenierung, was so ähnlich ist wie die Nibelungen-Festspiele, muss man sich das vorstellen. Also mit Laienschauspielern und die ganze Personage ist anwesend, die man aus den Nibelungen kennt oder zumindest annähernd kennt. Und gleichzeitig ist es sozusagen immer eine Draufsicht auf diese Festspiele, wie das inszeniert wird. Ganz tolle Einwürfe oder Kapitel sind die Pausenzeiten, also wo sozusagen Pause im Theaterstück ist, weil da führt die Erzählerin namens Felicitas Hoppe Interviews mit den Darstellern, mit den einzelnen Schauspielern der verschiedenen Charaktere und fragt sie nach ihren Rollen und wie sie sie angelegt haben und so weiter. Also sie bricht ständig aus ihrem Text aus, springt wieder rein. Es ist einfach ein wilder Ritt den Rhein hinunter. Durch alle Stromschnellen, die es da so gibt. Gleichzeitig ist zum Beispiel auch der Schatz, um den es ja die ganze Zeit bei den Nibelungen auch geht, also Siegfrieds Schatz, ist eigentlich eine personifizierte Figur, ist eigentlich eine Person in diesem Roman. Sie wagt wirklich Salti und alle möglichen Varianten, wie sie mit diesem Stoff irgendwie frei umgehen kann. Das finde ich einfach sprachlich toll. Ich finde es unglaublich mutig, dass sie das einfach so annimmt. Es ist gleichwohl auch jetzt kein Riesenroman. Es sind irgendwie 250 Seiten. Die Form ist spannend,
die Sprache ist toll. Ich würde gerne einen Absatz einmal, das habe ich mir jetzt vorgenommen, vorlesen, dass man mal einmal reinhören kann, wie sie das macht. Titel: Wie Grimhild in der Nibelungenwerkstatt Tischkarten beschriftet. An Beischlaf ist sowieso nicht zu denken, denn es steht Grimhilds letzter und größter Auftritt bevor. Seit Tagen ist sie damit beschäftigt, sich in der Nibelungenwerkstatt neu einzukleiden. Ich sehe genau, wie sie sich vor ihrem Ganzkörperspiegel um nichts als die eigene Achse dreht und das eine gegen das andere tauscht. Schwarz oder grün, lieber die Witwe oder lieber die Jägerin. Und weiter: Doch bevor hier in Kürze die Besten der Besten eintreffen, lasst uns einen Blick auf die Tischordnung werfen, die weit heikler ist als die Kleiderfrage. Denn Etzels Tisch ist nach wie vor eckig, zwei Köpfe, vier Füße, weil er immer noch an den so kleinen wie feinen Unterschied zwischen oben und unten glaubt. Enttäuschtes Murmeln auf den hinteren Rängen, wo man sich den Tisch insgesamt etwas runder gewünscht hätte und vor allem mehr Licht unterm Fenster. Also es ist immer der Wechsel irgendwie zu ihren Figuren hin, zu der Geschichte hin, der Sage hin und dann wieder der Blick drauf als Zuschauerin. Und ihre Erzählerin oder der Erzähler ist auf jeden Fall, ist auf einem lecken Beiboot, wartet er der Geschichte oder ist er der Geschichte beigefügt. So, also es ist wirklich eine wilde Geschichte. Ich empfehle sie jedem und man kann einfach einsteigen in die Nibelungen, die du ja offensichtlich ganz gut kennst. Ja, ich habe mich heute Morgen auf dem Weg zu euch gefragt, wie gut ich die eigentlich noch kenne, die Nibelungen. Ich habe tatsächlich, das gehörte zum Germanistikstudium dazu, ein Seminar besucht, Einführung in die mittelhochdeutsche Literatur. Und da ging es dann ein Semester lang tatsächlich auch um die Nibelungen. Ich hatte die auch zu Schulzeiten schon mal gelesen. Aber es ist interessant, ich weiß nicht, wie es dir geht, Janika, also irgendwie begräbt diese ganze Rezeptionsgeschichte danach, dieser ganze Bombast von Wagner über Fritz Lang und über ja, diesen deutschen Stoff, über den Rhein, über Hagen von Tronje und Siegfried und Kriemhild, irgendwie ist das begraben, ist diese, der Kern der Geschichte, der Text als solcher ist immer wieder begraben unter dem, was danach kam und was daraus gemacht wurde, ist mein Gefühl. Deswegen wäre ich eigentlich auch so neugierig, Sonja, weil der Witz solcher Bücher, sage ich jetzt mal, resultiert ja eigentlich aus der, ne, dass man die Figuren kennt und dann, ach wie lustig, so Grimhild sitzt irgendwie in der Werkstatt. Ja. Wenn du diesen Witzeffekt gar nicht hattest, also wie sind dir denn die Figuren erschienen? Also du liest sie dann ja quasi wie, ne, dir bis dato unbekannte Ja, das ist es ja eben nicht. Weil sozusagen, das finde ich, ist glaube ich das, was Felix gesagt hat. Man kennt es, ohne es zu kennen. Das ist ja noch absurder. Du kennst die Personage und du kennst, also ich kannte das auch im Sinne von, das ist so in unserer Kultur tradiert, das ist so eingegraben im wahrsten Sinne des Wortes, das ist auch in mir drin. Also natürlich habe ich genug Bruchstücke in meinem Leben, dass ich das die Hauptfiguren kenne und auch im Grunde genommen weiß, worum es geht. Ohne, dass ich jemals diese Oper gesehen habe, sagen wir jetzt mal. Ja, und die Oper ist es ja gar nicht. Oder nicht die Oper, oder den Grundstoff gelesen hätte oder so. Also das funktioniert. Und dann ist es bei mir eher ein Auffüllen von Wissen. Sozusagen ein Rückwärtsgehen und zu gucken, okay, was klingt denn bei Felicitas Hoppe da an? Womit spielt sie damit? Was für ein Rätsel, meinetwegen, gibt sie auf? Was ist eine Referenz, die ich vielleicht gerade nicht verstehe? Die will ich aber jetzt verstehen. Da ist doch eine Referenz. Ja. Also es ist dann fast wie ein Rätselraten im Rückwärtslesen, sag ich jetzt mal. Verstehe. Ja. Also und die Grundbasis ist natürlich da. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Ahnung habe. Ja, aber es ist interessant, welche Ahnung hat man eigentlich? Mhm. Also ist das Wagner? Weil ich erinnere, ich habe natürlich auch dieses Seminar besucht. Ja, tatsächlich. Und ich fand das toll. Ich fand auch den Text, der ist ganz großartig. So, ne, Reklam zweisprachig durchgekämmt. Aber der ist super. Und ich frage mich jetzt auch gerade beim Zuhören gefragt, so wenn mich jetzt jemand so, ne, mit der Pistole am Kopf, erzähl mal die Nibelungen nach, da würden auch ganz schnell ganz große Lücken klaffen. Aber es ist eigentlich eher diese Frage, ne, dann hat sich, ich nehme an, es ist vor allem Wagner, ne, da so draufgesetzt. Denke ich auch. Und ich probiere so alle paar Jahre immer wieder mit einer Nibelungenoper und denke mir, ich finde den Text, der ist so grottig, furchtbar, also das, was Wagner da draus gemacht hat. Und zugleich, was ist das für eine unglaublich gute Geschichte? So, also ich finde, das hat eher so dieses biblisch-mythologische, da kannst du alles mitmachen. Und jetzt ist es so ein bisschen,
ich mag ne, so Deutschtümel, Nazi, Wagner verbrannt, aber die Geschichte als solche ne, ist schon wirklich grandios. Ne? Und deswegen finde ich es eigentlich interessant, schafft sie es, das sozusagen aus diesem Dunstkreis zu befreien oder drückt sie es noch weiter rein? Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also ich meine jetzt, sie hat es auch nicht geschafft, die Wagner-Schablone ganz zu entfernen, aber sie befreit sich schon sehr stark davon. Also ich glaube, das ist auch die Idee von diesem Ein deutscher Stummfilm, also nochmal auf diese Fritz-Lang-Inszenierung irgendwie hinzuweisen. Also da gibt es auch mehrere Referenzen dann sozusagen, die man dann auch erlesen kann. Also Fritz Langs Szenen- und Bühnenbildner hieß Erich Kettelhut. Und ihre Regisseurin, ne, die dieses Spiel hier, diese Festspiele inszeniert, heißt Kettelhut. Also es ist sozusagen auch der Versuch zu sagen, guckt nicht immer nur zu Herrn Wagner, sondern guckt auch mal in die anderen Inszenierungen und Besprechungen und Bücher und alles, was es zu diesem Stoff eigentlich schon gab. Und ich meine, er gehört einfach nicht Richard Wagner, sondern er gehört irgendwie uns allen und jeder, der möchte, kann auch damit spielen und das weiterentwickeln oder in eine andere Richtung bringen. Also ich finde, sie macht sich sehr, sehr frei davon. Ich finde auch an der Passage, die du gerade vorgelesen hast, da fand ich sehr erholsam, dass sie sich offensichtlich nicht rhetorisch infizieren lässt von diesem Bombast, der die Nibelungen umgibt, von dieser ganzen mythologischen Brahma-Basiererei, dieses Deutsch, sondern es klingt ja sehr locker und es klingt ja irgendwie sehr entspannt erzählt. Total. Also sprachlich ist es ganz modern und befreit sich davon eben auch. Also sprachlich, von der Form, von der Art und Weise meinetwegen, wie sie es inszeniert in ihrem Roman und dass sie sich auch immer wieder spricht. Also es ist auch nicht stringent, das ist aber toll, weil das sozusagen klar macht, vielleicht auch deshalb habe ich so bei dem Weltalltage jetzt gerade nochmal nachgefragt, weil es die verschiedenen Möglichkeiten, einen Stoff zu erzählen, miterzählt, ohne dass alles auserzählt wird. So, das ist irgendwie, genau. Und es ist so ein Buch, wo ich denke, okay, ich muss das einfach nochmal lesen und da muss ich mal andere Varianten lesen oder mir diese Filme anschauen. Und es macht einfach, es hat mir Freude gemacht zu sagen, okay, das ist ein Stoff, ich muss den jetzt nicht... Ich habe den bisher mir sozusagen nicht angeeignet, aber ich kann das machen. Es muss nicht im Seminar sein und dann ist, wenn man es nicht gemacht hat, oh Gott, dann ist es jetzt vorbei und man darf nie wieder oder es ist ganz schwierig oder so. Aber könntest, das ist so eine Leichtigkeit. Aber könntest du noch rekonstruieren, jetzt auch vor deinem kleinen Bildungsurlaub, was du eigentlich in der DNA hattest? Also die Figuren, die Namen, die grobe, also Siegfried als Held, den Drachen, den Schatz, so, also wirklich die Basic, ich sag mal das Kindermärchen, würde ich sagen, aber das reicht ja. Also die Person und die Grundgeschichte, das reicht eigentlich, um zu sagen, also deshalb kann ich dieser Rezension nicht zustimmen, dass man das alles erst gelesen haben muss, damit man das versteht. Ich bin mir sicher, dass jemand, der sich mit den Nibelungen sehr gut auskennt, viel mehr versteht, aber das ist ja immer so. Also das ist ja kein Hindernis daran, zu sagen, ich steige mal irgendwann in einen Stoff ein. Sie hat damit auch, oder nicht nur mit diesem Buch, aber den Berliner Literaturpreis 2024 gewonnen und der wurde letzte Woche verliehen. Und ich finde, sie ist eine ganz erstaunliche Erzählerin. Also das kann ich zumindest nach Lektüre jetzt dieses Romans sagen. Felicitas Hoppe, Die Nibelungen, erschienen bei Hess Fischer und auch schon 2021. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein großes Potpourri heute gehabt. Angefangen bei, ich sage jetzt das Label trotzdem mal, bei Männern, die fragile Männlichkeit. Fragile Männlichkeit, die an Kipppunkten stehen, über fragile Gesundheit. Bis hin zu einem etwas fragilen deutschen Mythos vielleicht. Ja, sehr schön. Um es mal irgendwie zusammenzufassen. Ich danke herzlich fürs Zuhören. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder mit Folge 47 und freuen uns drauf. Bis dahin, tschüss und alles Gute. Tschüss.